Jeder von uns kennt das. Je weiter man mit seinem Hobby vorankommt, je mehr Techniken man ausprobiert und lernt, umso mehr Werkzeug braucht man. Werkzeug ist aber immer ein großer Kostenfaktor. Und gerade Hobbybastler sind immer auf der Suche nach gutem Werkzeug, das auch ins Budget passt. Deshalb habe ich in letzter Zeit nach einem elektrisch beheizten Rillenzieher oder Creaser gesucht. Bisher sahen meine Rillenziehversuche so aus. Mit einer Flamme habe ich meinen verstellbaren Creaser vorgeheizt und los ging's. Aber um solche Ergebnisse gerade bei dünnerem Leder zu erreichen, ist diese Methode echt ungeeignet. Im Netz gibt es unzählige Angebote für elektronisch gesteuerte Creaser, die jedoch oft nicht wirklich zu meinem Geldbeutel passten. Doch zu den sündhaft teuren Geräten gibt es auch Alternativen. Ich habe mich für dieses Set entschieden, das preislich bei ca. 1/4 von dem Preis des Platzhirschen liegt. Wer sich schon mal im Internet über Preise informiert hat, der wird wissen, dass alleine die einzelnen Spitzen locker 50 bis 130 Euro kosten können, je nach Anbieter. In diesem Fall kosten sie nur 15 Euro. Ideal, um seine Sammlung aufstocken zu können, ohne einen Kleinkredit aufnehmen zu müssen. Wer jedoch die Spitzen anderer Hersteller nutzen möchte, kann das auch tun. Das Gerät ist kompatibel mit anderen Systemen. Das Netzteil bietet die Möglichkeit, diese in einem anderen Heizmodus zu betreiben. Aber schauen wir uns das Gerät mal etwas genauer an. Es besteht aus einem Netzteil, mit dem sich die Temperatur stufenlos einstellen lässt. Und das Ganze nicht nur in 10 Stufen, sondern in Prozent von 0 bis 100 stufenlos. Dieser schwarze Kasten ist sehr gut verarbeitet. Der Anschluss für den Handgriff ist massiv und wirkt hochwertig. Ebenso ist der Drehknopf vertrauenserweckend. Vorne ist ein Display, das diverse Informationen über den Betrieb anzeigt. Hinten befindet sich der Powerschalter, ein Sicherungshalter und die Buchse für das mitgelieferte Anschlusskabel. Der lange Handgriff und die Ablage sind aus Buchenholz, also aus einem langlebigen Hartholz. Im Set enthalten waren diverse Spitzen. Es gibt viele weitere Arten und Größen von Spitzen, die sich nach und nach für wirklich kleines Geld hinzukaufen lassen. So werden diese 5 Spitzen bestimmt nicht lange alleine bleiben. Die Spitzen bei solchen elektrischen Creasern sind sehr unterschiedlich. So gibt es Kanteneisen, die am Leder entlang geführt werden. Diese typischen Kanteneisen sind oft mit F oder FN gekennzeichnet. Es gibt aber auch Eisen, die keine Kantenführung haben, zum Beispiel das Eisen mit der Bezeichnung S oder SN. Mit diesen Eisen lassen sich einzelne Linien ziehen. Und dann gibt es Eisen, mit denen man Lochinnenseiten glätten kann. Spachtelartige Aufsätze werden genommen, um damit Kantenfarbe oder Wachs zu glätten. Aber schauen wir uns mal das Display etwas näher an. Es gibt eine LED, die je nach Heizphase zwischen Rot und Grün wechselt. Im Display lässt sich die eingestellte Temperatur genau ablesen. Die obere, kleinere Temperaturanzeige ist die Wunschtemperatur, die sich mit dem Drehknopf vorwählen lässt. Die größere Temperaturanzeige ist der tatsächliche Wert, der zurzeit an der Spitze anliegt. Die Regelung des Netzteiles ist so konzipiert, dass sie versucht, durch stoßweises Nachheizen die Temperatur an der Spitze zu halten. Stellen wir also zum Beispiel 135 Grad ein, so heizt das Gerät so lange, bis ein Wert von knapp über 135 erreicht ist. Dann hört es auf zu heizen, bis die Temperatur wieder knapp unter 135 Grad abfällt und heizt dann wieder nach. So pendelt der Wert zwischen 142 und 130 Grad, im Mittel also 135. Ändert man den gewünschten Temperaturwert, so wird sehr schnell nachgeregelt. Die Anzeigen im unteren linken Bereich geben an, welche Kalibrierungseinstellungen ausgewählt wurden. So können mehrere Werte im Menü voreingestellt werden. Auf diese Weise können beispielsweise die Heizphasen an sehr große Eisen angepasst werden. Man kann ohnehin sehr viele Einstellungen vornehmen.
In das Einstellungsmenü gelangt man, indem der Drehknopf gedrückt wird. Durch Drehen am Knopf navigiert man durch die einzelnen Einstellungsmöglichkeiten, wählt durch erneutes Drücken eine aus und verstellt den Wert durch Drehen des Knopfes. Aber kommen wir zum Praxistest. Hierfür teste ich an chromgegerbten und am vegetabil gegerbten Leder. Dies ist ein vegetabil gegerbtes Anilinleder. Und hier die Versuche an Blankleder. Und schließlich chromgegerbtes, sehr, sehr weiches Leder. Es lassen sich auch perfekt Linien entlang eines Metalllineals quer über das Leder ziehen. Oder wer eine ruhige Hand hat, kann auch freihändig Kurven einbrennen. Mit diesem Aufsatz lassen sich wunderbar Kanten bearbeiten. Durch die Hitze werden die abstehenden Lederfasern geglättet. Es lässt sich auch prima Wachs in die Kanten einarbeiten. Hier seht ihr, wie das aufgetragene Wachs flüssig wird und in das Leder einzieht. So kann man nach und nach eine spiegelglatte Oberfläche erzeugen. So ein Aufsatz ist wunderbar geeignet, um die Innenseite von gestanzten Löchern zu glätten. Das klappt besser als mit jedem Polierholz. Mit der richtigen Spitze lässt sich sogar direkt auf Leder schreiben. Ganz einfach so wie mit einem Stift. Ich besitze einen Logo-Stempel mit dem passenden M5-Gewinde. Und auch ein Logo lässt sich wunderbar mit dem Gerät einstempeln. Aber das hatte ich auch nicht anders erwartet. Also, ich bin rundum zufrieden mit diesem elektrischen Creaser. Aber der wirklich wichtigste Punkt hier sind die Folgekosten. Wenn man ein Netzteil und mehrere Eisen von einer anderen Marke kauft, sind der größte Kostenfaktor die Spitzen. Bei dieser Marke kosten die Eisen ca. 15 Euro pro Stück. Und so kann der Kauf einer größeren Sammlung realisiert werden, ohne sich finanziell querlegen zu müssen. Falls ihr keine weiteren Tutorials verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. So werdet ihr auch über neue Videos informiert, sobald sie online sind. Ach ja, meine Videos zu teilen hilft mir auch. Danke fürs Zuschauen.